Urdhvottanasana ist das nach oben aufrichten, also aus der Hocke zum Stehen kommen. Uttana heißt stehen und Urdhva nach oben, also das nach oben aufstehen. Ausgangsposition ist die Hocke. Du faltest die Hände in der Hocke und dann beim Einatmen kommst du nach oben und nach Ausatmen wieder nach unten. Beim Einatmen hoch und beim Ausatmen in die tiefe Hocke. Einatmen wieder hoch und ausatmen hinunter. Diese Stellung stärkt die Oberschenkelmuskeln in starkem Maße. Sie stärkt auch die Gesäßmuskeln und ist damit etwas Gutes für die Gesundheit der Knie und Hüften. Nicht alle können so weit nach unten gehen. Manche Menschen sollten nicht ganz so weit nach unten gehen und halten die Knie 90 Grad. Und manche üben auch lieber eine andere Variation, wo die Knie nach vorne sind statt nach außen. Es ist gut, starke Gesäß- und Oberschenkelmuskeln zu entwickeln. Das hilft für die Gesundheit von Knien und Oberschenkeln.